Und du wirst dein Knie beugen vor dem König der Königen, Jesus Christus. Du wirst dein Knie vor ihm beugen. Offenbarung 5, Vers 13. Jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen, den, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, dem Vater und dem Sohn gebührt die Ehre und das Lob und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jedes Geschöpf im Himmel wird den Vater und den Sohn anbeten. Dein Knie wird sich beugen vor dem Sohn Gottes. Und dann wirst du sehen, dass Allah ein imaginärer Gott ist, ein Mondgott, der letzte Götze aus Mekka und Medina und von den Quraishis. Du wirst merken, dass deine Natur und dein Glaube an die Natur dich in die Hölle gebracht hat, dass dein Bauch und deine Liebe zur Schöpfung dich in die Hölle gebracht hat. Ich sag dir, was der Herr Jesus zu Judas Iskariot gesagt hat, an dem Verräter, der den Herrn Jesus verraten hat. Wehe dem Menschen, dem der Sohn des Menschen verrät. Es wäre besser für ihn, niemals geboren werden zu sein. An dem Tag, der Herr Jesus nennt diesen Ort, ich muss die Hölle predigen. Wenn ich nicht die Hölle predige, so bin ich ein Lügner. Ich muss über die Hölle und über die Sünde reden. Der Herr Jesus sagt, die Gerechten gehen in das ewige Leben, die Ungerechten in die ewige Strafe. Und wir lesen gleich im Lukas-Evangelium zu etwas ganz Interessantes. Das werdet ihr lieben. So. Die Bibel, der Herr Jesus, wie nennt der Herr Jesus die Hölle? Der Herr Jesus nennt diesen Ort einen Ort, der getrennt ist von Gott. Ein Ort, wo das dunkelste Schwarz, die dunkelste Nacht im Gegensatz zur Hölle gar nichts ist. Der Herr Jesus nennt es die äußerste Finsternis. Sheol, Gehenna, Hades, Totenreich, Feuersee, Feuerofen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, wo das Heulen und das Zähneknirschen sein wird. Jeder Mensch, der da hinkommt, wird sich wünschen, niemals geboren werden zu sein. Warum? Ist das so? Dann sagen die Leute, ja, dann ist Gott ein Sadist. Warum schickt dann Gott Menschen in die Hölle? Falsch! Du bist schon auf dem Weg in die Hölle. Du bist schon auf dem Weg in die Hölle. Psalm 51 sagt König David, meine Mutter hat mich in Sünden geboren. Du bist schon auf dem Weg in die Hölle. Was der Herr Jesus getan hat, er hat den Tod besiegt. Er hat die Hölle besiegt. Er hat den Teufel auf den Kopf getreten und den Teufel entmachtet durch das Werk am Kreuz. Hat er den Teufel verurteilt und seine Dämonen sind verurteilt und der Teufel hat keine Macht gegenüber den Kindern Gottes mehr. Wir haben Autorität und Macht im Namen Jesus Christus gegen den Teufel und gegen seine Dämonen. Wir sind Kinder des Allmächtigen und den Königs, Jesus Christus. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht mehr gebunden an unseren Sünden. So, das ist der Unterschied zwischen mich und einem Muslim. Der Muslim sagt, Inshallah, ich komme Paradies. Die Bibel sagt, ihr seid Kinder des Teufels, wenn ihr nicht den Sohn Gottes nachfolgt. Und ohne den Sohn Gottes werdet ihr für alle Ewigkeiten gepeinigt werden. Und es gibt keine Erlösung außerhalb des Christus. Jesus hat am Kreuz alles vollbracht. Er hat am Kreuz deine Pornografie, deine Unzucht, deine Ungehorsamkeit der Eltern gegenüber. Er hat deine sexuelle Unmoral. Er hat alle deine Gesetzeswidrigkeiten. Er hat dein Lügen, dein Stehlen. Er hat alle deine Sünden am Kreuz getragen und durch das Kreuz bist du freigesprochen durch das Werk am Kreuz. Wir haben die Erlösung durch das Blut Jesu Christi, was er für uns vergossen hat. Wir haben es nicht verdient. Wir haben es nicht verdient. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und wir leben nicht für Christus. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und dich juckt eine Gucci-Bauchtasche oder eine PlayStation 5 oder ein iPhone 14. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und du denkst an Schularbeit und du denkst an deine Uni, aber du denkst nicht, deine Bibel zu öffnen. Deine Bibel, die verstaubt gerade auf deinem Schrank oder auf deinem Schreibtisch oder auf deinem Nachttisch oder irgendwo auf deinem Bett. Du denkst an deine weltlichen Sachen, aber nicht an den Himmel. Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, indem ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ihr werdet eines Tages sagen, danke Bruder Alan, dass du das gesagt hast. Warum? Eines Tages wirst du sehen, alle deine guten Werke, die du hier getan hast, das hast du nicht für mich getan, das hast du für dich getan und für das Reich Gottes getan. Eines Tages wirst du sehen, dass du Schätze gesammelt hast, wirkliche Schätze gesammelt hast für das Reich Gottes.
Der Wille des Vaters ist, dass du viel Frucht bringst. So. Jetzt haben wir genug. Wir haben viel aus dem Heiligen Geist gesprochen. Ne? Der Geist Gottes möchte heute viel sagen. So. Jetzt lesen wir die Geschichte von den Kindern des, von den Kindern Gottes und die Kinder des Teufels. Von den Böcken und den Steinböcken. Wir lesen jetzt die Geschichte vom Gericht gegenüber die Feinde Gottes, die Kinder des Teufels und die Kinder Gottes an dem weißen Thron Gottes. Ich glaube, das war Lukas Evangelium. Wir waren lange nicht mal live, Leute. Der Heilige Geist möchte viel sagen. So. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist euch alle vergeben und euch alle freimachen von allen Ketten der Sünden, von allen Süchten, von allem, was der Feind euch an Ketten angelehnt hat. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist euch offenbaren durch den Heiligen Geist und jeden Menschen freimachen und jeden Menschen die Freiheit schenken, die auch Jesus versprochen hat. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherwandern, sondern er wird das Licht des Lebens haben. So, wir suchen jetzt die Geschichte und dann lesen wir sie. Ich kann ja ein paar Fragen beantworten. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Wie viel mehr sind wir schuldig, für Gott zu leben? Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Jetzt sind wir Gott schuldig, nach seinem Willen zu leben. Wenn Gott Mensch wurde durch Jesus Christus, dann sind wir Gott schuldig, jetzt für ihn zu leben. So. War das im Matthäus-Evangelium? Suche ich gerade in Lukas vergeblich? Ich denke, ich suche vergeblich. Die Geschichte war im Matthäus-Evangelium. Bruder, kannst du später auf Insta antworten? Ja, wie gesagt, ich bin zurzeit in Deutschland. Ich bin in der Nähe von Frankfurt. Aber natürlich gehe ich später auf ein paar Fragen auch ein auf Instagram. Vielleicht kann jemand mein Instagram als Moderator anpinnen, damit, wenn Menschen Fragen haben, sie mir auf Instagram schreiben können. Zum Thema Glauben oder Gemeinschaft oder Taufe oder die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Oder egal, was für Probleme ein Mensch hat, wenn du Gebet brauchst, kannst du mir auch schreiben. Wenn du Probleme hast, dann kannst du mir auch schreiben. Ich will dich in Wiesbaden besuchen. Komm nach Wiesbaden, mein lieber Bruder. Komm nach Wiesbaden. Am 22., 23. und 24. Jede Schwester und jeder Bruder ist willkommen. Jeder kann kommen nach Wiesbaden, wenn er möchte und Zeit hat. Jesus ist Gott, so ist das. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ich war in der letzten Zeit sehr oft in der Kirche, wegen dir, und ich danke dir von ganzem Herzen. Möge der Herr Jesus Christus dich segnen und deine Familie segnen, und möge der Herr Jesus Christus deinen Namen im Buch des Lebens eingeschrieben haben. Und ich bete, dass eure alle Namen im Buch des Lebens sind. Wenn dein Name nicht im Buch des Lebens ist, dann hast du ein Problem. Ich bete im Namen des Herrn Jesus Christus, dass eure Namen im Buch des Lebens sind. So. Wieso kann ich keine Kommentare anpinnen? So, jetzt. Das ist mein Instagram, Leute. Ich kann kein Deutsch, Leute. Der fixierte Kommentar, das ist mein Instagram. So, jetzt such ich kurz. Ich suche die ganze Zeit irgendwo. So. Haben wir es jetzt? Matthäus 24. So, jetzt haben wir es.
Jetzt haben wir es. Leute, hört euch das jetzt an. Hört euch das jetzt an. Aber Leute, ich werde die Kommentare auf. Lesen wir mal Matthäus 25, Abvers 31. So, eine kurze Einführung zu Matthäus 25, 31 bis 45. So, im Kontext geht's um die Kinder Gottes und um die Kinder des Teufels. Um die Gerechten und die Ungerechten. Die Gerechten kommen auf die linke Seite, die Ungerechten auf die rechte Seite, denke ich, dass es so steht. Wir werden es gleich gucken. Aber es geht einfach darum, dass hier die Kinder Gottes dann in den Feuer geschmissen werden und die Gerechten, die Kinder Gottes, in das ewige Leben im Reich des Vaters. Und jetzt hört euch diese Geschichte an. Das Gericht über die Heidenvölker. Wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, das sind die Kinder Gottes. Die Schafe zu Rechten sind die Kinder Gottes und die Böcke zu seiner Linken, das sind die Kinder des Teufels. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit der Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, die Kinder Gottes werden sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König, Jesus Christus, wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird Jesus auch denen zu Linken sagen, zu den Kindern des Teufels, zu denen, die in ihren Sünden gestorben sind und nicht an den Sohn Gottes geglaubt haben, wird der Herr Jesus sagen, geht hinweg. Dann wird er auch zu den Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich nicht trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dich nicht gedient? Dann wird Jesus ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einen dieser Menschen, dieser Geringsten, nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Amen. Das sind die gerechten Kinder Gottes und die ungerechten Kinder des Teufels. Ganz klar. Wenn ihr Menschen speist, speist ihr den Herrn Jesus. Wenn ihr Menschen kleidet, kleidet ihr den Herrn Jesus. Wenn ihr kranke Menschen besucht oder gefangene Menschen, dann besucht ihr den Herrn Jesus. Alles, was ihr den Menschen tut, das tut ihr im Namen Jesus Christus. Was ihr den Menschen nicht tut, das tut ihr gegen den Herrn Jesus Christus.
Glaub mir, der Tag wird kommen. Der Tag wird kommen, an dem die Gerechten und die Ungerechten geschieden werden wie die Böcke und die Schafe, die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Die Kinder Gottes in das ewige Leben, die Kinder des Teufels in die ewige Strafe. Ja, ich finde auch, aber warum sind die... Es geht noch nicht los. Was? Ja, Leute, erzählt mal eure Fragen, weil ich werde bald offline gehen, Leute. Ich werde morgen wieder online kommen. Die Spreu wird vom Weizen getrennt. Amen, Daniel. Genau so, Daniel. Genau so. Der Spreu wird vom Weizen getrennt. Der Weizen wird in die Scheune gebracht. Das sind die Kinder Gottes, die im Reich des Vaters kommen werden. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen, sagt der Herr. Wenn Jesus Gott ist, zu wem hat er dann gebetet? Der Sohn betet zum Vater. Der Vater sendet den Sohn durch den Heiligen Geist. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Geist. Johannes 14, Vers 26. Und nun hat mich der Vater durch den Geist gesandt. Ah, tut mir leid, Jesaja 48, 16. Und nun hat mich der Vater und sein Geist gesandt. Und Johannes 14, Vers 26. Der Heilige Geist, der vom Vater gesendet wird in meinen Namen. Da wird ganz klar unterschieden, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wer ist die Spreu? Die Spreu ist der Unkraut. Die Spreu ist das Unkraut. Die Kinder des Teufels, die werden in das unauslöschliche Feuer kommen, sagt das Gleichnis. Und das sagt auch Matthäus 25. Kannst du das Glaubensbekenntnis von den Aposteln auswendig? Nein. Habe ich mir noch nicht richtig angeschaut. Aber ich weiß, wie es ungefähr geht. Warum vernichtet Gott den Teufel nicht einfach? Dazu morgen, wenn du das wissen möchtest, dazu kann ich morgen etwas sagen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Mittlerweile geht's mir gut. Leute, wir haben heute echt viel aus dem Heiligen Geist gesprochen. Ich danke auch alle Leute, die zugehört haben und alle, die auch Geschenke gesendet haben. Wenn du Fragen hast, dann kannst du mir auf Instagram schreiben, Alan Seelengewinner. Ich kann nicht länger heute online bleiben. So, ich kann gerne noch das Vaterunser sprechen und ein kurzes Gebet sprechen und dann muss ich auch offline gehen, Leute. Ich werde die Kommentare kurz ausschalten und werde kurz beten. Ihr könnt ja gerne das Vaterunser mitbeten, das Vaterunser, da könnt ihr mitkommen, aber sonst möchte ich aus dem Heiligen Geist ganz kurz danach auch beten. An diejenigen, ja Leute, ich habe wieder Locken, wenn ihr euch fragt, ich habe wieder Locken. So. So. Vater unser im Himmel. Ich wiederhole, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, in Jesus Christus Namen. Amen. Danke, Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus für diesen Livestream. Ich bete, dass jeder, der in diesem Livestream war, ob Muslim oder Christ oder Atheist, Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus, offenbare dich ihnen durch den Heiligen Geist. Ich bete für alle Kinder Gottes, die meine Stimme hören können. Möge der Herr Jesus Christus euch alle segnen und behüten, eure Familien segnen, euch von Krankheiten losmachen, von Süchten losmachen, euch von sexuellen, unmoralischen Sünden losmachen und allen anderen Sünden und Süchten und Ketten der Sünden. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist euch segnen und behüten und sein Angesicht auf euch scheinen lassen. Möge der Herr uns alle segnen und uns alle zu einer Einheit bringen durch seinen Heiligen Geist. Und möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist auch den Muslimen und Andersgläubigen die Herzen öffnen, wie er auch mir das Herz geöffnet hat, als ich vor circa 6 Jahren den Islam verlassen habe. Möge der Herr Jesus Christus bald kommen, um die Welt zu richten. Er ist als Schaf gekommen und wird kommen, um die Welt zu richten, als Löwe von Juda. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Wenn ihr den Sohn erkennt, der erkennt den Vater. Wer den Sohn nicht glaubt und erkennt, der erkennt den Vater nicht. Wer behauptet, er glaubt an Gott, aber nicht an den Sohn, der ist ein Lügner und ein Antichrist. Denn wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Damit besteht das Gericht, dass das Licht Jesus in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht Jesus. Denn ihre Werke waren böse, denn jeder, der Böses tut, der kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht offenbar werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, der kommt zum Herrn Jesus, damit seine Werke offenbar sind, dass sie in Gott getan sind. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Es gibt keine Vergebung der Sünden, nur durch Jesus Christus. Ewiges Leben nur durch Jesus Christus, Frieden mit Gott nur durch Jesus Christus. Gott, der Vater, nur durch Jesus Christus. Ich werde noch die letzte Frage beantworten. Ich bin nicht getauft, glaube an den Herrn Jesus, meine Sünden dann trotzdem vergeben. Durch den Glauben. Römer 10, Vers 9 bis 10. Lies das, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wenn du glaubst, dass Jesus der wahrhaftige Gott ist, das Wort Gottes im Fleisch. Nee, fangen wir so an. Du musst erst wissen, dass du ein Sünder bist. Sag, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Ich bekenne meine Sünden. Sei mir, armen Sünder, gnädig. Ich glaube, dass du in die Welt gekommen bist, dass du das Wort Gottes im Fleisch bist, Gott, und dass du der ewige Sohn Gottes bist, für meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz gestorben und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden. Wenn du das in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dann hast du das ewige Leben. Aber jeder hat den Auftrag bekommen von Gott, sich zu taufen. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Markus 16. Jeder Nachfolger des Herrn Jesus muss sich taufen. Wer sich nicht tauft, der ist gegen die Lehre des Christus. Und wer gegen die Lehre des Christus ist, der ist gegen den Heiligen Geist. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist dich segnen. Und möge der Herr, der Allmächtige, dich behüten und sein Angesicht auf dich scheinen lassen. Glaubt an den Herrn Jesus und ihr werdet gerettet werden. So, 22., 23. und 24. bin ich in Wiesbaden, in Hessen. Wenn du aus Hessen bist oder in der Nähe, komm nach Wiesbaden. Ich werde eine Story machen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Die Babytaufe ist eindeutig ungültig. Warum? Morgen werde ich mehr dazu sagen. Gottes Segen. Möge der Herr euch segnen, Gottes Segen.